Hallo, heute habe ich Verstärkung beim Homeschooling. Es geht um den Wald, lasst euch überraschen. Hallo, mein Name ist Martin Gräf, ich bin Forstwissenschaftler, möchte euch heute etwas über die Forstwirtschaft und Holzwirtschaft in Deutschland erzählen. Wir sitzen hier in einem Fichtenwald in Rheinland-Pfalz und die Fichte ist die wichtigste Wirtschaftsbaumart, die wir haben. Von 100 Millionen Kubikmetern Holz, die wir in Deutschland jedes Jahr verarbeiten, stammen 50% des Holzes aus Fichtenwäldern wie diesen hier. Die Fichte hat 2017 vor den Katastrophen unserer heutigen Zeit hohe Erlöse von 90 bis 100 Euro der Kubikmeter erlöst. Aufgrund der Windwürfe, der Borkenkäferkalamitäten und des Ausfalls des Exportes im Rahmen des Coronavirus sind die Preise gesunken auf 30 bis 40 Euro der Kubikmeter. Das heißt, die Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz haben hohe finanzielle Verluste eingefahren. Und ich wünsche mir, dass Karina Konrad weiterhin für die Rechte der Waldbesitzer einsteht, damit diese finanziell vom Staat entschädigt werden. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Jana Gräf und ich bin Jägerin. Was es mit dem Hashtag Wald vor Wild auf sich hat, das erzähle ich euch heute. Mit diesem Hashtag wollen Waldbesitzer und Jäger darauf aufmerksam machen, dass wir den Wildbestand aktiv regulieren müssen, um Verbissschäden zu reduzieren. Denn nicht jeder Baum sieht so aus wie diese Buche und hat keinerlei Verbissschäden, sondern wir haben ganz häufig Pflanzen mit Verbissschäden auf den einzelnen Flächen. Und das möchten wir reduzieren. Ich wünsche mir von Karina Konrad, dass sie die Politik, die Jäger und die Waldbesitzer gemeinsam weiterhin in den Dialog bringt, damit unser Wald wachsen kann. Vielen Dank. Man kann an jedem Tag etwas lernen. Vielen Dank an Jana und Martin Gräf für die Einblicke in den Wald.